Hey, hallo Leute, wie läuft's? Wer kennt sie nicht, die süßen Frühstückskuchlein aus Spanien? Mittlerweile kann man sie bei den spanischen Wochen bei bekannten Discountern kaufen und auch beim Spanien-Urlaub fehlen sie bei keinem Frühstück. Aber wie es immer so ist, selbstgemacht schmecken sie doch am besten. Deshalb mache ich für mich von Zeit zu Zeit eine Portion Magdalenas und habe dann für eine gute Woche immer eine leckere Magdalena, die mir mein Frühstück oder meinen Kaffee am Nachmittag versüßen. Die Zutatenliste ist unten in der Beschreibung. Als erstes müssen wir die Butter in kleine Stückchen teilen und in eine mikrowellenfeste Schüssel geben. Dann schmelzen wir sie in der Mikrowelle. Wir geben anschließend den Zucker und die Eier in eine große Schüssel und rühren beides cremig, entweder mit einer Kuchenmaschine, einem Handrührgerät oder einem Schneebesen. Ich wechsle jetzt immer den Aufsatz der Kuchenmaschine. So erhalten wir einen super cremigen Teig und das Mehl wird jetzt besser eingeweitet. Sobald wir eine cremige Masse erhalten haben, geben wir nach und nach das Mehl und das Backpulver hinzu. Auch hier achten wir darauf, dass eine cremige Masse entsteht und rühren gut durch. Wenn wir sehen, dass die Masse schon cremig ist, kommt die flüssige Butter hinzu. Und nun legen wir unsere Muffinform mit kleinen Backformen aus Papier aus. Solltet ihr keine Muffinform haben, könnt ihr die kleinen Papierformen auch einfach auf ein Backblech stellen. Zuvor ist es immer gut, mit den Fingern zu naschen und sicher zu gehen, dass der Teig auch gut ist. Von verschiedenen Fernsehkuchen und Bloggern habe ich gelernt, dass man den Teig am besten mit einem Eisportionierer in den kleinen Formen bekommt. Das ist genau die richtige Menge und ich habe gleich große Portionen. Und ab geht's! Hier könnt ihr sehen, wie einfach es geht. Und mit dieser Menge Teig reicht es auch. Denn die Kuchlein werden noch etwas im Ofen aufgehen. Als ich schon gedacht habe, ich habe noch etwas Teig übrig und erhalte insgesamt 17 Magdalenas. Ja, 17. Und nun kommt alles bei 170 Grad und Luft ca. 25 Minuten in den Ofen. Wie immer solltet ihr in den Ofen beobachten, denn nicht jeder Ofen ist gleich und es kann gut sein, dass eure Kuchlein schneller fertig sein werden oder länger brauchen. Ihr könnt mit einem Holzstäbchen testen, ob sie durch sind, bevor ihr sie aus dem Ofen nehmt. Nach 25 Minuten können wir sehen, wie sie aufgegangen sind. Und wenn dein Stäbchen trocken bleibt, sind unsere leckeren Magdalenas fertig. Unsere saftigen und luftigen Magdalenas sind nun fertig und können abgekühlt genossen werden. Ich bewahre sie dann immer in einer Keksdose auf und sie bleiben dann einige Tage frisch. Seht ihr, wie fluffig sie sind? Das schreit ja danach, probiert zu werden. Pflicht ist übrigens Stippen, aber nicht zu lange, sonst
zerfällt der Kuchen und landet in Kaffee. Was kann ich sagen? So, nun bleibt nur noch selber machen und ausprobieren. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und hasta la vista.